Vom Engagementlehrer zum Lehrerzombie. Das neue Buch von Klaus Schenk, erhältlich online und im Handel. Grüß Gott, wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einer Sendung der FT-Abi-Plattform. Es geht um mein Buch, mein Lehrerbuch, vom Engagementlehrer zum Lehrerzombie. Aber das Interessante ist die Hybridlektüre. Das heißt, die Verbindung von Printausgabe und Internet. Jetzt haben Sie hier meinen Namen, Klaus Schenk, also zur Homepage, www.klausschenk.de, Menüleiste, Lehrerbuch anklicken, Ordner geht auf und dieser Ordner im Internet ist natürlich identisch mit den Kapiteleinteilungen im Buch. Na ja, ist ja klar. Jetzt müssen Sie nur schauen, also drittes Kapitel, mich interessiert Ergänzungsmaterial, ich gehe im Internet, mache zack auf das dritte Kapitel und habe alle Ergänzungsmaterialien und kann sie anklicken. Naja, und das, die zweite Sache von der Hybrid-Lektüre erleben Sie jetzt auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind im siebten Kapitel Psychologie. Dort in der Psychologie gehen Sie dann auf die Seite 117 in meinem Buch. Es ist ein Liebesbrief an die Psychologie. Er wurde 2008 geschrieben, nachdem ich an meiner Schule den Psychologieunterricht begonnen habe. Also um die 2008. Geliebte Psychologie. Seit wann bist du in mein Leben getreten? Ich weiß es nicht so recht. Vermutlich schlichst du dich ganz leise in meine Kinderseele, als ich in vielen Briefen von mir erzählte, vollkommen unanalytisch mich fragte, weshalb ich, die Menschen so und nicht anders sind. Du, Psychologie, schlichst dich ein, wenn ich oder andere mir zur Frage wurden, du warst da, wenn ich mir fern war, wenn ich an mir und meinem noch kleinen Umfeld litt. Du diktiertest mir tausende von Briefen, du führtest das Wort in hunderten von Diskussionen mit meinen Eltern, mit Mitschülern, Lehrern. Du begleitetest mich auf der Suche nach mir selbst, meiner Persönlichkeit. Bei den Fragen nach dem Verhalten der anderen standst du unbemerkt an meiner Seite, besonders bei den oft heftigen Reaktionen der anderen auf mich. Du warst da, bevor ich dich kannte, gar benannte. Du warst meine Frage nach mir. Mein Fragen war dein Raum. Zunächst unreflektiert, gefüllt mit Emotionen der Beglückung, der Liebe, der Freude, der Wut, der Aggression, des Hasses. Mein Warum war dein Sein. Mein Warum machte mich offen für dich. Mein Warum war meine Liebeserklärung an dich. Mein Zweifel an mir ließ mich nach dir fragen. Es schaffte die Offenheit, dir immer wieder und immer stärker begegnen zu wollen, deine Erkenntnisse, deine Antworten zu begehren, sie zu brauchen, aufzusaugen in meine noch jugendliche Seele, Licht, Klarheit, Ordnung durch dich zu schaffen. Du machtest mich in den Jahren mir zum Freund. Du entwirrtest mir Verworrenes, versöhntest mich in mir. Reflektierend nahm ich dich zu Beginn meines Studiums wahr, voll Spannung auf jede Vorlesung. Es ging dabei nicht distanziert um dich. Stets ging es um mich. Deine Antworten schafften denkerisch Raum im Ungeordneten. Und so entstand mit der Zeit die bekennende Liebe zu dir, Psychologie. Nun bist du Teil meines Unterrichts. Im Sprechen von dir begegne ich mir immer wieder neu. Du hilfst mir zu überraschenden Begegnungen mit offenen Schülern. Wie in Religion ist auch der Unterricht über dich nie getrennt von mir. Das macht dich für junge Menschen spannend und besonders allergisch. Du öffnest Schülerseelen und lässt gleichzeitig Schüler in furchtsamer Eile den Riegel vor ihre Seelentür werfen.
Meiner Liebe, meinem intensiven Verhältnis zu dir verdanke ich viel. Ich verdanke dir die beglückende Annahme meiner selbst in all ihrem Plus und Minus, eine Annahme, der die Annahme durch Gott im christlichen Glauben bereits voranging. Mit der durch Elternliebe gewachsenen Selbstliebe machst du mich für andere liebesfähig und damit liebenswert. Beginnend mit der Frage nach mir lehrst du mich die Frage nach anderen. Im Spiegel meiner Seele schaffst du die Voraussetzung, mich in anderen zu spiegeln, fühlend ihnen zu begegnen, ganz neu, überraschend sie zu verstehen. Die Liebe zu dir verdanke ich nicht nur mein Glück, mein Glücklichsein, meine beglückende Sicht der Dinge. Nein, ich verdanke ihr auch Verständnis, Toleranz und wundervolle Begegnungen mit anderen. Geliebte Psychologie, Freundin und Begleiterin, Zwillingsschwester der Religion, euch, Schenkerinnen von Heilung und Heil, euch möchte ich als Erkenntnis, Kraft und Kraftquelle danken. Haltet mir die Treue. So, nach diesem Pathos nun meine berühmten zwei Punkte. Aktion Lehrerdank auf meiner Homepage www.klausschenk.de leiste, Aktion Lehrerdank anklicken und mitmachen. Alles andere steht dort. Zweiter Punkt, Sie haben einen Betrieb, Sie sind Mittelständler, dann setzen Sie doch bei uns Banner für Auszubildende mit Abitur. Wir sind ein reiner Oberstufenschülerkanal. Oder für Studenten im Blick auf die duale Hochschule. Alle Informationen finden Sie in dem Ordner Lehrerbuch, dort ganz oben. Letzte Information, unser Schwerpunkt ist Süddeutschland. Das war's. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und alles, alles Gute.